Hallo zusammen. Willkommen in meinem Modellbahnkeller, nicht auf meinem Modellbahndachboden. Wie ich in meinem letzten Video angekündigt habe, habe ich plötzlich Platz für meinen schon lang gehegten Wunsch nach einer Modellbahn Spur 0. Ich hatte eigentlich vor, euch jetzt mal ringsherum mit zur Anlage zu nehmen, euch die mal zu zeigen. Aber aus irgendwie gegebenen Anlass muss ich erstmal meinen Unmut bekunden. Ich habe vor einiger Zeit, beziehungsweise das ist jetzt 3 Tage her, habe ich mir von einer bekannten Firma den Bahnübergang gekauft. Und ich darf euch den mal ganz kurz zeigen. Und zwar, das ist das Paket, kostet Liste 21,50 Euro. Ja gut, kann auch nur sagen, ist ein normaler Preis. Voller Freude habe ich das aufgemacht. Ich habe jetzt hier, da fällt alles gleich raus, nicht so schlimm. Mal das Bild und das sieht recht gut aus und denke ich, gut, kaufst es. Ich hätte auch Schiffsplanken nehmen können. Es gibt ja 0,2 stark dicke Balsastreifen bzw. Holzstreifen, mit denen man die historischen Schiffe planken kann. Das hatte ich schon mal gemacht, aber ich dachte, gut, kaufst du dir sowas hier. Und wo ich das jetzt aufgepackt habe, dann denke ich, ich traue meinen Augen kaum. Ich sag mal so, ich leg das mal hin und versuche mal die Kamera hier runter zu schwenken. So, mal sehen, ob das klappt. Ich hoffe, ihr seht das alles. Das ist in dem Paket für 21,50 Euro. Achso, ich habe noch was vergessen. Die Bauanleitung. Jetzt weiß ich nicht, was das soll. Das sind 2 Pappstreifen, die halt so, die und 2 Furnierblätter. Ich weiß, man sollte nicht mehr in D-Mark umrechnen, aber 43 D-Mark. Gut. Habe ich mir gedacht, ja, daneben gegriffen. Und ich will es euch sagen, ich habe gleich 2 gekauft, weil das wirklich günstig war. Ich hatte bezahlt 14 Euro pro Teil gegenüber 21, denke ich, gut, machst ein Schnäppchen. Aber das Schnäppchen war kein Schnäppchen, das war ein Griff in der. Ich stehe mal kurz auf und zeige euch. Halt, wo haben wir es? Und zeige euch von derselben Firma das sogenannte Streckenhäuschen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier. Das ist jetzt das Streckenhäuschen. Das kostet irgendwie Liste 32 Euro. Ich habe es für 26 gekauft. Okay, ist ja erstmal egal. Aber wenn ich das jetzt hier, das 21 Euro, 26 Euro. Oder sagen wir hier 14 Euro, 26 Euro. Also irgendwie konnte man sich da sehr vergageiert vor. Ich werde es jetzt natürlich verwenden, aber aus solchen Fehlern lernt man. Wie sagte mein Großvater schon so schön, was ist Kapitalismus? Kapitalismus ist, mit den geringsten Mitteln den Leuten so viel wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Kommt mir überall vor.
Gut, das war erst mal mein kurzer Unmut. Ich probiere das jetzt mal wieder ins YouTube einzustellen. Windows hat jetzt ein neues Schneideprogramm. Ich weiß nicht, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann werde ich euch demnächst mit mal kurz zu einem Rundgang auf meine Eisenbahn gehen. Wie manche schon gesehen haben, habe ich Spanplatten bzw. MDF-Platten als Untergrund genommen und ich habe den IKEA IVA als Gestell. War natürlich auch mächtig Geld, aber die USB-Platten finde ich ganz gut. Werden einige von euch die Nase rümpfen? Gut, ich finde es gut. Ja, so viel erstmal zu dem. Und dann hoffe ich, dass die meine Spur 0 angeguckt haben. Diese Abonnenten, dass die mir weiter treu sind. Es sind nicht viele. Ich weiß, meine Videos sind natürlich alle noch irgendwie entwicklungsfähig, aber ist so nebenbei gemacht. Und das wisst ihr, dass man nicht immer viel Zeit hat. Und man hat Haus, man hat noch einen Job. Ach so, ja, noch 7 Monate. Gut, dann kann ich es mir raussuchen. Ich zähle schon die Tage. Ich bin ein EK-Kandidat. Das bedeutet, ich habe schon ein Maßband in Vorbereitung, wie damals bei der Armee. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Alles klar, tschüss, euer Axel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst keine Computerstimme.